Letzte Woche habe ich euch bei meiner To-Do-Liste mitgenommen und so ein paar Dinge erledigt, die ich noch vor 2024 erledigen möchte. Ein bisschen aufgeräumt, ausgemistet und einfach Sachen angepackt, die schon länger auf meiner Liste stehen und es geht jetzt weiter. Ich musste ein bisschen ehrlich zu mir selber sein, dass gewisse Hosen einfach nicht mehr so sehr passen, wie sie mal gepasst haben. Und ich weiß, wir haben vor einer Weile schon meinen Kleiderschrank ausgemistet und wir haben uns ein paar Hosen angeschaut. Und ich habe darüber jetzt nachgedacht, bin in mich gegangen und ich dachte mir, es hat einfach gar keinen Sinn mehr. Ich habe eigentlich nur gefühlt eine Hose, die ich aktiv im Winter gerade anziehe, weil ich liebe meine Hosen, die auch so 7/8 sind, aber es ist einfach unrealistisch, gerade weil es kalt ist. Und ich habe noch ein paar lange Hosen. Ich muss ehrlich sagen, ich fühle mich da drin nicht wohl. Und bei einer, die passt auch nicht mehr so gut. Deswegen bin ich gerade losgefahren und habe mir zwei neue Hosen gekauft und kann deswegen jetzt knallhart und ehrlich zu mir selber sein und die anderen ausmisten. Und ja, ich war auch gerade noch im Baumarkt und habe das für die Glühbirnen geholt. Also dachte ich mir, nehme ich euch einfach wieder mal ein bisschen mit und schaue, was wir so angehen. Vielleicht werden ein paar Sachen wieder losgelassen und ausgemistet. Vielleicht werden noch ein paar andere Sachen in der Wohnung gemacht und bereiten uns so gemeinsam auf das neue Jahr vor. Falls du neu bist, hi, ich bin Amy. Ich freue mich riesig, dich hier zu haben. Bevor wir jetzt aber das Intro zu lange halten, legen wir los. Ich hoffe, das Licht macht jetzt noch mit, weil im Winter ist es einfach schwieriger zu filmen und die Sonne geht gleich unter, aber hier ist mein Kleiderschrank und ich zeige euch jetzt die Hosen und wir sind mal bitte kurz ehrlich. Also die einzige Hose, die ich aktuell wirklich anziehe, ist immer die hier. Dann habe ich diese Hose hier. Ich muss sie euch angezogen zeigen. Ich fühle mich einfach so unattraktiv da drinnen. Okay, ich hole kurz alle raus und probiere sie an. Also das ist die Hose. Ich glaube, man kann die auch richtig cool stylen. Sieht witzig aus mit der Kamera da. Aber das ist irgendwie nicht so meine Hose. Also vielleicht seht ihr sie da noch von der Seite. Ich glaube, was mich so an der Hose stört, ist die Farbe, weil mir persönlich, glaube ich, so ganz helle Sachen nicht so stehen. Das ist eine von meinen geliebten Armed Angels Hosen und ich finde den Style richtig toll. Ich habe die ja in drei unterschiedlichen Farben und muss sagen, die fallen anders aus. Also ich habe die in schwarz und die sitzen wirklich perfekt, aber die hier ist schon super eng. Und dann bin ich jetzt wieder so, behalte ich die, weil ich irgendwann reinpasse oder es hat einfach keinen Sinn dann, oder? Das müssen wir schon mal ehrlich zu mir selber jetzt sein, weil ich liebe diese Farbe. Ich finde die so schön und ich habe die in schwarz wirklich rauf und runter an, aber das Modell an sich, cool. Ja, aber ich kriege keine Luft. Ich finde die auch richtig schön. Warum kriegst du keine Luft? Die ist einfach viel zu eng. Nein, sie ist zu eng, ist so nicht. Und ist jetzt die Frage, lasse ich sie auf der Seite für den Fall oder sortiere ich die aus? Die Hose finde ich auch richtig schön. Ist einfach so eine basic schwarze Skinny Jeans, aber muss sagen, die ist ein bisschen eng auch und ich weiß nicht, ich habe, glaube ich, die 2 Jahre oder sowas nicht mehr angehabt. Ja, das ist jetzt die Frage. Vielleicht Stapel, glaube ich, weil bringt jetzt auch nichts, enge Hosen zu haben. Und ich habe jetzt eine neue schwarze Hose, ein bisschen weitere, damit ich die dann für die Arbeit halt was habe. Aber man muss sich auch denken, ziehe ich die dann gerne an? Und ich ziehe die eigentlich nicht so gerne an. Die ich gerade anprobiert habe, kommt jetzt doch auch weg. Es hat keinen Sinn. Ich habe es eingesehen, die Latzhose darf auch weg. Die hatte ich ja auch irgendwann mal in dem Video, glaube ich, aussortiert oder auf den Flair-Stapel gemacht. Und auch wenn sie einen sentimentalen Wert für mich hält, weil ich in der Hose meinen Freund kennengelernt habe, hat es keinen Sinn. Ich ziehe die nicht an, weil die erstens ein bisschen zu klein ist, dann ist sie zu kurz und sie passt einfach nicht mehr zu meiner Körperform und ja, kann deswegen weg. Ich muss ehrlich sagen, sehr gute Ausbeute in der Hinsicht. 4 Hosen, die gehen dürfen und jetzt habe ich 2 neue Hosen und 2 Hosen, die ich davor noch hatte, also ja, die lagen nur noch im Kleiderschrank rum und habe ich nicht angezogen und es darf uns auch ein Reminder sein,
uns sollten die Klamotten passen und nicht wir sollten den Klamotten passen. Also die Klamotten sollen ja uns dienen und nicht, dass wir uns irgendwo reinzwängen, dass sie unbequem sind. Und ich habe auch vorhin bei dem Hosenkauf den Sitztest gemacht und davor gegessen, weil es gibt nichts Schlimmeres, als wenn man nicht mit einem ja, gut gegessenen Bauch in seiner Hose da sitzen kann, sondern rein theoretisch nur stehen oder liegen kann. Und das erfüllt dann auch nicht den Zweck der Sache. Also falls du auch ein paar Hosen hattest, die schon lange bei dir vielleicht auf deinem Stapel liegen, die du nicht mehr so anziehst und ja, vielleicht wirst du auch ein bisschen ehrlich zu dir sein. Ich konnte es mir lange nicht eingestehen, dass ich nicht mehr in diese Hosen passe und die Hosen jetzt weg dürfen. Es tut ein bisschen weh, aber es ist okay. Der Körper verändert sich und ich passe halt nicht mehr in die Hosen mit, wie ich 23 war vielleicht rein. Das ist in Ordnung jetzt. Die Hosen sind jetzt ausgemistet und es gibt einen weiteren Punkt, der auf meiner To-Do-Liste steht und der mir sehr unangenehm ist. Das Regal hier. Irgendwie ist es immer mehr zu unserer Junk-Station geworden. Also wir haben da oben drauf einige Pakete. Hier sind so Pakete drin, die wir gerne aufheben, falls wir was bei Vinted verkauft haben oder ja, bei Kleinanzeigen oder sonst irgendwie was zum Verschicken haben. Und das ist ja so mein Schränkchen und ich finde es einfach aktuell nicht mehr so toll und ich will fürs neue Jahr das einfach alles frischer haben. Deswegen hole ich da mal die Sachen raus und die Kartons können dann auch im Keller sonst gelagert werden. Und gucken wir das mal kurz an. Es wird gleich viel besser und größer wieder und aufgeräumter, weil diese Kartons oben nicht mehr drauf liegen. Was ist das? Ah, zum Puzzle. Ja. Ist es vielleicht auch sinnvoll, mit sowas anzufangen, wenn man in einer Stunde das Haus verlassen muss, weil man wohin muss? Vielleicht nicht. Egal, ich mach's trotzdem. So sieht es jetzt danach aus. Deutlich besser. Ich habe hier unten auch so eine Box für zu Hause töpfern. Die habe ich mir vor Ewigkeiten mal gekauft und bisher noch nie gemacht. Vielleicht schaffe ich das mal demnächst. Und ja, die Boxen da oben kommen jetzt weg. Und das hier sieht auch deutlich ordentlicher aus. Den kleinen Stapel schmeiße ich jetzt weg. Das ist so ein Stapel, der jetzt im Keller kommt. Also zwei normale Kartons und dann halt noch so flachere. Ich hatte euch auch gefragt, was ich mit diesen Boxen machen soll und ob ihr sowas aufhebt oder nicht. Und ich fand eure Kommentare sehr hilfreich und hatte auch bei einem Kommentar gesehen, ob ich das nicht einfach als Aufbewahrungsbox verwenden will. Also quasi kann ich ja die Seite hier so auch verwenden, um ein bisschen das alles besser zu organisieren. Und ich muss ehrlich sagen, diese Schublade hier ist ein Desaster, wie jedes Mal. Und wir organisieren jetzt noch kurz die Kabel, weil das ist auch so eine Sache auf meiner To-Do-Liste. Und eventuell findet sich auch das eine oder andere Kabel, was ich nicht mehr brauche. Und das schauen wir jetzt gemeinsam an. Einfach ein Kabel gefunden, von dem ich nicht wusste, dass das existiert. Jetzt habe ich einfach noch ein Ladekabel für mein Handy-Kopfhörer. Wie witzig, ich habe die Kopfhörer seit 2 Jahren und ich wusste nicht, dass da noch ein Kabel drin ist. Wow. Wow. Thank you.
So sieht das Ganze jetzt aus. Ich finde es deutlich besser. Hier habe ich jetzt auch diese Abdeckung weggemacht, weil die ist mir kaputt gegangen. Und das ist der ganze Traum, der jetzt ausgemistet wird. Also von den Boxen, so Inhaltszeug. Und ja, ich finde es irgendwie besser organisiert. Man muss auch dazu sagen, ich habe sehr viele Kabel durch mein Kamera-Equipment und Mikrofon und alles. Und deswegen brauche ich die Sachen auch. Aber es sieht deutlich besser aus. Und so komme ich jetzt immer an meine Ladekabel schnell ran. Und ja, es tut gut, eine Sache nochmal erledigt zu haben.